Der Abriss des sogenannten Pestalozzi-Gebäudes an der Gorch-Fock-Straße, Ecke Kloppenburger Straße, hat begonnen. Mitarbeiter eines Oldenburger Abbruchunternehmens sind seit Mittwoch damit beschäftigt, den ehemaligen Schulbau zu zerlegen. Die GSG plant, das Gelände im nächsten Jahr neu zu bebauen. Ins Erdgeschoss des geplanten Neubaus soll nach Angaben von Prokurist Rainer Ziedloh eine Kindertagesstätte mit Krippe einziehen. Das erste Obergeschoss sei für eine Bildungseinrichtung reserviert. Im Obergeschoss werde es 5 bis 6 Wohnungen geben.